Ein Jahr lang ist die Journalistin und Autorin Susanne Gurschler kreuz und quer durch unser Land gereist und hat 111 Orte gesucht, die man unbedingt gesehen haben muss. Und zwar nicht, wenn man ein Gast aus dem Ausland, sondern selbst ein Tiroler ist. Ihre Ergebnisse hat sie in einem Buch zusammengefasst, das Mitte März erschienen ist. In unserem Wochenthema haben wir die Autorin fünfmal begleitet. Die letzte Ausgabe führt nach Hopfgarten im Brixental. Dort steht noch das Haus, in dem die Herren einer großen Fabrik des 19. Jahrhunderts gewohnt haben. Nicht das einzig Interessante, das es dort zu entdecken gibt. Hörbrunn bei Hopfgarten. Auch genannt Glashütte. Um 1800 errichtet hier eine Glasmacherfamilie aus Böhmen eine Glasfabrik für 200 Menschen. Wo heutzutage grüne Fläche ist, sind früher Wohnhäuser für die Arbeiter, ein Sägewerk, eine Mühle, eine Schule und eben eine Fabrik gestanden. Mit Aufkommen der Eisenbahn ist es vorbei. Ab 1886 ist die Glasfabrik für immer geschlossen. Ein geschichtsträchtiger Ort. Doch laut Susanne Gurschler ist es vor allem ein Platz einige Meter oberhalb der Glashütte, den man laut ihrem Buch gesehen haben muss. Eine Kirche, die nie fertiggestellt worden ist. Familie Friedrich, die Glasmacherfamilie aus Böhmen, hat an dieser Stelle eine Kirche bauen wollen, um dem Weiler den Charakter eines Dorfes zu geben. Und das hat natürlich dem Hopfgartner Pfarrer überhaupt nicht gepasst, dass sozusagen hier in diesem Weiler eine eigene Kirche entstehen sollte. Und es hat nach langem Hin und Her haben sie dann die Bewilligung von Salzburg ausgekriegt. 1853 ist der Grundstein gelegt worden. Der Bau ist gestoppt worden, weil der Familie das Geld ausgegangen ist. So hätte die Kirche eigentlich aussehen sollen. Es hat, ich glaube, in den 1930er Jahren hat es noch die Rosette gegeben und auch noch Teile der Bögen, aber Fakt ist, die ist dann irgendwie verfallen und eigentlich dem Verfall auch preisgegeben worden. Und die Gemeinde Hopfgarten hat dann, ich glaube, vor einigen Jahren das Gebäude gekauft und es restaurieren lassen. So kann der Ist-Zustand der Kirchenruine zumindest erhalten werden. Was als Überbleibsel noch da ist, was ganz interessant ist, es hätte eine ausklappbare Kanzel geben sollen. Also diese Scharniere, um die Kanzel auszuklappen, die sind tatsächlich noch da. Ansonsten ist natürlich vom Gebäude außer diesen Restmauern nichts mehr übrig. Auf dem Weg von Hopfgarten in die Kelchsau sind diese Restmauern noch zu sehen und erinnern an längst vergangene Zeiten.